Ich werde versuchen, innerhalb von 5 Minuten unser Konzept Kreislaufwirtschaft darzulegen, welches sich auch in der Initiative für eine grüne Wirtschaft manifestiert. Vielleicht zuerst Ausgangslage, was ist das Problem? Wir haben, das Problem ist too big to fail. Wenn wir so weitermachen, das muss ich euch nicht sagen, funktioniert das nicht. Wir haben nur einen Planeten, das ist unbeschritten und man hat eigentlich auch in Lichtjahre Entfernung nichts Ähnliches gefunden. Jetzt zum ökologischen Fußabdruck, der das Konzept unserer Initiative ist. Wir haben uns lange überlegt, wie messen wir die Umweltbelastung und schlussendlich das umfassende Maß oder das bestumfassende Maß ist das, was Wackernagel entworfen hat, dieser Fußabdruck, der eigentlich sagt, wenn man jetzt zum Beispiel über Zürich eine Glasglocke legen würde, wie groß müsste die Glasglocke sein, damit das System nachhaltig funktioniert? Also wie viele Wälder brauchen wir, damit eigentlich auch das CO2 wieder absorbiert wird und dass auch Luftbelastung wieder aufgenommen wird? Das gleiche auch für andere Beanspruchungen und inklusive ist auch ein Teil, der für die Biodiversität reserviert ist. Und es ist natürlich klar, dass wenn man das alles zusammenrechnet, unser ökologischer Fußabdruck, dann sollte er nicht mehr als eine Erde ausmachen. Hier sieht man, was es im Moment ausmacht. Es ist etwas mehr als eine Erde. Man fragt sich natürlich, wie ist das überhaupt möglich, mehr als eine Erde zu verwenden. Geht ja gar nicht, wenn nur eine da ist. Und das ist halt, weil man Defizit, man kann Schulden machen. Wir sind daran, ökologische Schulden anzuhäufen und die werden sich in viel höheren Zinsen zurückschlagen, wie wir jetzt aktuell bei der Finanzkrise sehen. Das sind auch die zwei Szenarien. Wenn wir so weitermachen, sind es 2050 zwei Planeten und das Ziel muss es gemäß unserer Initiative runterzugehen auf einen Planeten. Hier sieht man noch die globale Verteilung und das ist auch wichtig, um zu sehen, dass eigentlich vor allem natürlich die nördlichen Länder, die industrialisierten Länder einen so hohen Fußabdruck haben. Das zeigt eigentlich auch, dass früher oder später alle wollen eigentlich so leben wie die Leute in den industrialisierten Ländern. Früher oder später werden die anderen Länder aufholen und spätestens dann funktioniert es dann nicht mehr. Es heißt dann aber auch, wenn man das anders sieht, dass eigentlich Lösungen, welche es erlauben, eine Wirtschaft zu haben, welche funktioniert mit einem ökologischen Fußabdruck von einer Erde, also das nicht, welche nicht mehr verbraucht als vorhanden ist, die wird eine Zukunft haben, weil diese Länder werden alles auf solche Lösungen setzen müssen, weil es gar nicht funktioniert, so weiterzumachen wie bis jetzt. Nun, das Konzept der Kreislaufwirtschaft, also man könnte ja auch sagen, die heutige Wirtschaft sei schon eine Kreislaufwirtschaft. Der Kreis funktioniert einfach nicht so, wie wir uns das wünschen. Wir haben die Umwelt, die einerseits als Selbstbedienungsladen verwendet wird und die Ressourcen werden verschwendet. Andererseits gelangen sie dann als Abfall wieder zurück in die Umwelt. Das Ziel der Kreislaufwirtschaft sind eigentlich zwei Kreisläufe. Der erste Kreislauf ist, wie auch, man verwendet immer noch natürliche Ressourcen aus der Umwelt, aber diese werden dann in geschlossenen Kreisläufen aufbewahrt, also dass der Wert nicht verloren geht. Einerseits in einem technischen Kreislauf, das sind alles Materialien, welche man einfach nicht in die Umwelt überbringen kann, vor allem natürlich Metalle und so weiter. Und dort ist es wichtig, dass man wirklich 100% Recycling hat. 90% über genug lange Zeit ist eigentlich gleich schlecht wie kein Recycling. Also von dem her ist es wirklich wichtig, 100% Recycling zu haben. Und das Gleiche ist für die Umweltverträglichkeit. Es braucht eine 100%ige Umweltverträglichkeit, weil über lange Zeit ist auch nur eine kleine Unverträglichkeit, häuft sich auf. Jetzt vielleicht, viele kennen den ökologischen Fußabdruck vom WWF, das ist nicht unser Ansatz, weil wenn man das ausfüllt, da kommt man eigentlich zum Schluss, dass man eigentlich nichts machen kann, man muss irgendwie, auch wenn man gar nichts mehr konsumiert, hat man hier immer mehr als eine Erde. Das hat damit zu tun, dass der Konsument zwar einen gewissen Einfluss hat, aber der große Veränderung muss bei der Wirtschaft stattfinden. Wenn die Wirtschaft die Produktionsabläufe ändert, zum Beispiel beim Strom, dann ist es möglich, den ökologischen Fußabdruck massiv zu reduzieren. Und da hat der Konsument vergleichsweise weniger Möglichkeiten. Also es geht um die Wirtschaft,
zu verändern und zielt nicht auf den Konsumenten direkt ab. Natürlich wird er auch davon profitieren und vielleicht auch gewisse höhere Preise spüren. Vielleicht noch ein paar Produkte. Das vielleicht populärste ist die Freitagtasche. Wer zeigt, wie das aussehen könnte. Es war natürlich vor allem für die Unterschriftensammlung wichtig, dass wir solche Beispiele hatten. Es geht natürlich auch darum, Abwärmeeffizienz ist natürlich auch ein wichtiger Teil einer Kreislaufwirtschaft, weil man die Ressourcen möglichst effizient verbrauchen muss. Dazu werden wir ja kommen, wahrscheinlich. Die Krux der Kreislaufwirtschaft ist natürlich, solange man noch verschmutzige Energie hat, kostet das, und das Schließen von Kreisläufen kostet ja immer Energie. Gibt es auch einen gewissen Trade-off, ob man jetzt einen Kreislauf schließt oder ob man besser etwas Energie spart. Deshalb ist sicher Effizienz auch wichtig. Und hier auch ein gutes Beispiel, welche beide Kreisläufe veranschaulicht. Kiehl's hat Cradle-to-Cradle-Produkte, und da sieht man, die Flasche ist eigentlich in einem Recycling-System, also wird hundertprozentig wiederverwertet, ist im technischen Kreislauf, und der Inhalt der Flasche kann man nicht recyceln, oder? Ist sehr schwierig, und das ist dann 100% umweltfreundlich, also geht in den natürlichen Kreislauf über. Gut, zum Schluss noch zur Initiative, zum Initiativtext. Wie haben wir diese Vision konkretisiert? Einerseits halten wir zuerst fest, das Ziel im Wirtschaftskapitel, das Ziel soll eine Kreislaufwirtschaft sein, das ist im Absatz 1. Und dann sagen wir, dass der Bund dieses langfristige Ziel hat, eine Erde in 2050, und er muss einfach regelmäßig überprüfen, ob er auf Zielkurs ist, und wenn er nicht auf Zielkurs ist, muss er die Maßnahmen verschärfen. Bei den Maßnahmen sagen wir nicht, dass es eine richtige Maßnahme gibt. Wir geben dem Bund wie die Möglichkeit, verschiedene Maßnahmen zu machen, weil das Problem ist ja immer in der Umweltpolitik, wenn man mit einer konkreten Maßnahme kommt, dann sagen alle anderen Parteien, ja, das Ziel ist ja schon gut, aber genau die Maßnahme wollen wir jetzt nicht. Deshalb haben wir eine Zielinitiative formuliert und einfach bei den Maßnahmen dem Bund mehr Möglichkeiten gegeben. Und ja, in der Übrigen, vielleicht noch zu den Maßnahmen. Die verschiedenen Maßnahmen, die es gibt, ist einerseits beim Angebot, also dass man Forschung und so weiter unterstützt. Es gibt viele Möglichkeiten, neue Produkte, die umweltverträglich sind, zu entwickeln. Das ist zum Teil wirklich ein großes Potenzial, das man nicht unterschätzen darf. Und dann auf der anderen Seite muss man schauen, dass die Produkte wirklich verwendet werden. Dazu können entweder Vorschriften verwendet werden oder auch eine Steuerreform. Das wäre heute nicht möglich mit der Verfassung. Mit der Initiative wäre dann eine ökologische Steuerreform möglich. Und wie am Anfang schon gesagt, das Ziel wäre, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren auf eine Erde. Und vielleicht mache ich hier gerade den Bogen zu meinen Nachredner. Was das heißt im Wesentlichen, ist auch kein Erdöl mehr verbrauchen, keine AKWs mehr. Das macht heute 70% des ökologischen Fußabdrucks aus. Also dann sind wir eigentlich schon fast am Ziel der Initiative. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.